Herein! Mahlzeit. Hallo. Oh. Sorry. Ich komme gerade von der Weihnachtsfeier, von unserer autonomen Elterninitiative. Wir haben gemeinsam mit den Kindern einen Maibach angezündet. Wer sind Sie denn? Ja, guten Tag, Herr Böhmermann. Ich bin die Krankheitsvertretung. Steffi lässt sich entschuldigen. Die hat's ganz schön erwischt. Steffi heißt sie. Dass ich das nach all den Jahren von Ihnen erfahren muss, ist ja ein Ding. Also ich weiß ja erstmal gar nicht, wie Sie beiden das hier immer so handeln, ne? Mir sagt ja niemand was. Vielleicht geben Sie mir erstmal eine kurze Einordnung. Ja, ich komme hier rein, dann werde ich niedergemacht, fertig gemacht. Dann wird mir relativ deutlich immer von Ihrer Kollegin vermittelt, dass ich ein ganz kleines Licht bin, der nichts zu sagen hat. Dass die Gremien hier das Haus fest in der Hand haben und dass ich froh sein kann, dass ich hier überhaupt diese Atemluft benutzen darf. Ich habe hier einen Zettel mit Stichpunkten und die würde ich einfach mal mit Ihnen durchgehen. Und vorab, ich denke, wir beide wollen schnell hier durch sein. Ja, es ist ja auch kurz vor Heiligabend jetzt, ist nicht mehr lange hin. Erster Punkt, kein Geschenk für Böhmermann, ZDF-Einsparungsmaßnahme. Ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Wie gesagt, ich lese hier nur vor. Wollte ich Ihrer Kollegin mein Geschenk. Wie machen wir das denn jetzt? Also ich hab was vorbereitet, es ist das letzte Personalgespräch dieses Jahr. Ich wollte Ihnen eine Kleinigkeit. Es kann nicht viel wieder gut machen, aber vielleicht so ein kleines bisschen Hoffnung aufs nächste Jahr machen. Und das ist, können Sie das Ihrer Kollegin weiterreichen? Also ich denke, es kann ja mal nicht schaden, wenn ich da mal reinschaue. Wollen Sie mal aufmachen? Machen Sie mal auf. Aber machen Sie so, ganz kurz, das Tesa, ganz vorsichtig das Tesa aufmachen. Schau mal rein. Oh. Geben Sie mal her, ich zeig das mal ganz kurz. Und zwar habe ich mir gedacht, weil Ihre Kollegin mag ja Katzen. Mhm. Und das ist eine Katze, die spielt mit einem Ball. Ja, jetzt mal unter uns. So ein Kram gefällt der Steffi. Schauen Sie sich mal rum, die Katzen überall, ne? Ja, echt, das ist total krass. Also packen Sie es bitte wieder ein, ordentlich. Ich werde es der Steffi übergeben. Keine Umstände. Gab es denn wenigstens Geschenke für Ihre MitarbeiterInnen? Ja, Kleinigkeiten, wie immer. Also das größte Geschenk ist natürlich, dass die Leute in diesem Jahr nicht im großen Umfang entlassen werden, wurden. Ja, ich sag ja auch manchmal gern, nicht gemeckert ist gelobt genug. Aber ich habe jetzt nichts für Sie auf die Schnelle. Sie gefallen, ganz ehrlich, Sie gefallen mir. Sie gefallen mir. Aber ich will jetzt hier nicht mit leeren Händen aufkreuzen. Wollen Sie vielleicht ein Stück Baumkuchen? Das ist der Gute. Aber bitte seitlich anschneiden. Seitlich anschneiden? Ja, das ist der Salzwedler Baumkuchen. Und den muss man abschaben, Schicht für Schicht, von oben. Also. Nein, von oben einfach. So? Ja, am Ende des Tages. Ich glaube nicht, dass das am Geschmack irgendwas tut. Beziehung. Mhm. Da gab es wegen der Ehesendung einige Verwirrungen im Personalwesen des ZDFs bezüglich der Kostenabrechnung zum Endjahr. Wie ist denn nun Ihr Beziehungsstatus? Gerne auch mal ganz ohne Ironie. Mein Beziehungsstatus ist auf der Suche. Also war das wieder einer Ihrer Coups mit dieser Selina oder ging da wirklich was? Nein, es ging wirklich was und ich habe mich tatsächlich, dass das aber auch nicht mal breit berichtet wird, in der Sendung getrennt. Da machen andere Leute ganze Stand-up-Comedy-Programme draus und sind jahrelang bei Instagram damit mega erfolgreich. Ich hau sowas mal einfach raus, interessiert niemanden komischerweise. Schmeckt auch wirklich fantastisch. Ja, Entschuldigung, geht mich ja auch nichts an. Aber wenn Sie vorhaben zu heiraten, dann müssen Sie uns das wissen lassen. Das ist wichtig für die Personalakte. Und Sie bekommen dadurch auch ein paar Vorteile. Ich sag nur, Parkplatz. Wenn man verheiratet ist, kriegt man einen Parkplatz im ZDF? Nächster Punkt, Online-Feedback. Schön mit dem Klemmbrett hier. Das ist ja drollig. Bitteschön. Letztes Mal, als es schokoladig wurde, habt ihr Two Girls, One Cup vor einem Seniorenpublikum gezeigt. Könnt ihr das toppen? Ja, es ist, ich sag mal so, ich muss mich da, ähnlich wie Hubert Aiwanger, von meinem Führer und ich distanzieren. Wir haben früher viel Schweinkram gemacht. Inzwischen ist die Sendung aber nicht mehr Neo-Magazin. Jetzt heißen wir ZDF-Magazin Royal. Wenn wir jetzt Scheiße machen, wir machen keine Scheiße mehr. Das machen wir gar nicht mehr. Also ist auch, glaube ich, aus dem Internet bereits depubliziert worden. Entschuldigung. Oh, wahnsinniger Baumkuchen. Oh mein Gott. Wie das stinkt, wenn man mit Baumkuchen rülpst. Wenn Sie mich fragen, ist das mit diesen Scrum Master-Sachen überzogen. Wie so ein kleines, aber wie so ein Hühnchen. Pick, pick, pick. Vertretung ist nun mal Vertretung, auch beim Scrum Mastering. Deswegen machen wir jetzt als Abschlussfrage die sogenannte Christbaum-Methode. Kennen Sie die? Wir machen jetzt eine Reflexion Ihres ganzen Jahres. Stellen Sie sich dafür einen Weihnachtsbaum vor. Wir fangen ganz unten an mit den pieksigen Nadeln und gehen hoch bis zum funkelnden Stern an der Spitze. Ja, legen Sie mal los.
privat, beruflich, beruflich wäre mir natürlich. Ich muss jetzt mein ganzes Jahr in Christbaum. Lassen Sie es nicht beirren. Was, Herr Fernsehrat, der jetzt hier auch dieses Format langsam, aber sicher über die Kulisse anfängt zu depublizieren. Also unten, der Stamm, ist natürlich die Belegschaft. Und obendrauf auf diesem Stamm ist eine einzige Nadel. Und das bin ich. Herr Böhmermann, Bist du jetzt mal ruhig hier, bitte? Ich habe mein letztes Personalgespräch. Ich habe auf dem Flur gehört, dass Sie das kommende Jahr mit einem Animationsfilm starten. Was ist da geplant? Es handelt sich um ein Projekt, was wir seit 2,5 Jahren verfolgen. Und Und zwar am 19. Januar 2024 das Grundgesetz der Tiere. Die läuft um 23 Uhr und es ist eines der besten Sachen, die wir hier jemals gemacht haben. Jenseits des Personalgesprächs hier im YouTube-Kanal und ZDF Magazin Royal natürlich. 19. Januar, das Grundgesetz der Tiere. Mit Bastian Pastewka, Olle Dittrich, Uschi Glas und El Hotzo. Ja, also Animationsfolge finde ich wirklich spannend. Also wirklich, ich bin auch großer Marvel-Fan. Zurück zur Sache. Auf was muss ich denn meine Kollegin... Stopp! Wen von Marvel aus dem Marvel-Universe finden Sie am besten? Was ist Ihr Lieblings-Superheld? Ich glaube, ich war eigentlich schon immer Team Batman. zurück zur Sache, Entschuldigung. Ja, dann sind wir auch schon durch. Ich weiß jetzt gar nicht, warum die Steffi sich da wirklich jedes Mal so anstellt. Ich verstehe es auch nicht. Ehrlich. Aber ich habe da eher das Gefühl, wissen Sie, woran es liegt, dass wir uns gut verstehen? Männer. Daran wird es sein, ja. Fahren Sie auch Motorrad? Ich fahre auch Motorrad. Ich wollte nächstes Jahr einen kleinen Schein machen, aber bin noch am Sparen und meine Frau, ne? Ich habe eine Harley. Ich bin mit der Harley hier. Wenn Sie wollen, können Sie eine Runde mit mir runterfahren nach Mainz. Boah, die würde ich mir gerne mal anschauen. Ich gehe heute Abend mit den anderen Personalern ins Irish Pub hier um die Ecke. Wenn Sie wollen, kommen Sie gerne mit. Da können wir alle mal Ihre Harley anschauen. Die bleibt natürlich stehen nach dem zweiten Bier. Wir verstehen uns. Bis zum nächsten Mal. Richtig gut gefallen. Tschüss, heute. Herr Böhmermann. Tschüss, frohes Fest. Passen Sie auf, hinter der Tür ist noch ein Mistelzweig und Sebastian Lege kommt als nächstes rein. Aua! Au.